Guten Abend. Ich fühle mich sehr geehrt, heute Abend hier in der Heiligvolle Stiftung diese Preisverleihung musikalisch mit unseren Liedern begleiten zu können, bei der die beiden Kolumbianerinnen Mayerlis Angarita und Ginette Bedoya den Anne Klein Frauenpreis erhalten. Für mich als Kolumbianerin ist es eine riesige Freude und eine Ehre, die Arbeit dieser beiden Frauen mit meiner Poesie und unseren Liedern preisen zu können. Die hohen Beispiele für die Stärkung der Rechte der Frauen Kolumbiens und der Welt darstellen. Das erste Lied, das wir spielen werden, heißt Canto al Nacer, Gesang des Ursprungs oder Gesang des ersten Lichtes, und ist ein Lied der Hoffnung und ein Gesang auf die Kraft der Anfänge. Dieser Text entstand ein Tag nach der Geburt meiner ersten Tochter. Ich begann zu singen, als ich aus deiner Gebärmutter stieg. Du wolltest mich mit den Früchten deines Körpers nähren, um mir das Paradies zu zeigen. Du wolltest mich schützen, damit ich die Grausamkeit der Welt nicht sehen muss. Wir werden zusammen die kleinen Sterne und den Flug unserer liebsten Vögel sehen und erleben. Denn unsere Begegnung ist für die Ewigkeit. De nuestras aves
preferida cerrando en la tierra, porque este encuentro será para la eternidad. Ayer empecé a cantar cuando en fuga de tus entrañas encontré el mundo, encontré la luz. Aquí estoy con mi voz, cantando al nacer, cantando al nacer con mi voz, cantando al nacer. Ganz, ganz herzlichen Dank an unser wunderbares Trio für diesen wunderbaren musikalischen Auftakt. Das Trio Sol Arte wird uns heute Abend musikalisch begleiten, auch später dann mit einer anderen Gruppe und einer größeren Band zum Tanz aufspielen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Sebastian Kammerell, Susanne Schulz und Sonja Sol Arte. Schön, dass Sie da sind und uns so feierlich einstimmen. Ja, liebe Freundinnen und Freunde von Anne Klein, herzlich willkommen zu dieser 7. Preisverleihung des Anne Klein Frauenpreises an Mayerlis Angarita und an Jeanette Bedoya. Ich werde Sie gleich noch mal ausführlicher alle begrüßen. Bevor ich das tue, wie jedes Jahr, werden wir jetzt den Trailer spielen, der Ihnen vor allem auch Anne Klein ein bisschen vertraut macht, zu deren Ehren wir heute diesen Preis vergeben. Sie hat ihn der Heinrich-Böll-Stiftung gestiftet. Und ich möchte hier erwähnen, auch für dich, liebe Barbara, die Lebenspartnerin von Anne, Anne wäre heute 68 Jahre alt geworden, genau am 2. März. Und bitte, wir feiern sie mit, sie ist da und wir freuen uns jetzt auf den Trailer zu ihr. Danke. Eine andere Vorstellung von Politik und eine andere Qualität von menschlichen Beziehungen, die sich auch in der Form der politischen Auseinandersetzung durchsetzen und zeigen wird. Anne Klein legte den Grundstein für einen neuen Stil in der Politik. Sie war Feministin, Anwältin und Notarin und die erste Senatorin in Berlin, die offen lesbisch lebte. Anne war Feministin und das hat man immer gemerkt bei allem, was sie getan hat, bei allem, über das sie nachgedacht hat, bei allen Positionen, die sie vertreten hat. Anne Klein war durch und durch Feministin und war durch und durch Juristin. Und sie kämpfte mit den juristischen Mitteln um die gleichen Rechte für Frauen und gegen Diskriminierung. Und sie bekämpfte insbesondere sehr leidenschaftlich, wenn Recht eingesetzt wurde, um Menschen zu diskriminieren. 1989 wurde Anne Klein unter Walter Momper im Berliner Senat, der wegen seiner Frauenmehrheit auch als Feminat bekannt wurde, Senatorin für Jugend, Frauen und Familie. Sie schwor ihren Eid mit den Worten, so wahr mir Göttin helfe. Sie hat sich als Feministin für Frauen- und Mädchenprojekte eingesetzt, hat dafür gesorgt, dass die gefördert werden, dass die eine politische Lobby bekommen. Und sie hat als Senatorin das Referat für gleichgeschlechtliche Lebensweisen ins Leben gerufen. Und sie hat sehr früh erkannt, dass es eigentlich darum geht, Institutionen zu schaffen, die plötzlich Kraft und Energie multiplizieren. Das hat sie dann richtig aufgenommen, immer zu gucken, wo ist eigentlich der zentrale strukturelle Hebel, der ganz viel verändert.
Anne Klein engagierte sich in der Berliner Frauenbewegung, war Mitbegründerin des ersten Frauenhauses in Berlin und stärkte die Rolle der Frauen in der Politik nachhaltig. Ja, Anne war rational und leidenschaftlich zugleich. Sie war nicht verbissen, aber sie kämpfte mit großer Leidenschaft und glaubte an das rationale Argument. Sie hatte sehr, sehr viel Charme. Sie war sehr offen gegenüber anderen Menschen. Und ich glaube, das hat bewirkt, dass sie tatsächlich überzeugend war und viele Freunde und Freundinnen hatte. Anne Klein war eine Person, die immer furios bei der Sache war. Also so viel und breit gelebt hat, von Journalismus bis Reiseleiterin. Und sie war immer eine Anwältin, die sich in ganz besonderer Weise für die Mandantinnen und Mandanten eingesetzt hat, deren Vertretung sie übernommen hatte. Wirklich mehr als andere, sehr kämpferisch, sehr engagiert. Anne Klein konnte anderen Kraft geben, sie konnte anderen Mut geben, ermutigen, sich für Frauenrechte gegen Diskriminierung einzusetzen. Also das war das Wunderbare an ihr. Ich glaube, was sie am meisten beeindruckt hat, war doch immer, dass Personen auch den Mut haben, den Finger gegen den Mainstream in eine Wunde zu legen. Auch den Mut zu haben, Dinge, die am Anfang noch obskur erscheinen, einfach auch anzusprechen. Deshalb freue ich mich, dass es einen Anne-Klein-Preis gibt, der eines schaffen kann, nämlich Beharrlichkeit und Mut in solchen Bedingungen auch auszuzeichnen. Damit Frauen weiterhin öffentlich für ihr Engagement wahrgenommen und gefördert werden, hat Anne Klein den Anne-Klein-Frauenpreis gestiftet. Ach, der Preis, das war eigentlich eine ganz unfassbare Geschichte. Also man hat ja nicht Erfahrung mit sowas. Und als es dann losging, war ich erst mal nur gerührt. Und dann war das so, dass ich wahnsinnig überrollt war von dem öffentlichen Interesse, aber auch von dem Interesse der Leute, die ich kenne. Tatsächlich haben die Themen, für die ich stehe, durch den Preis auch nochmal Aufschub bekommen. Ich habe bis heute noch Anfragen zu Themen, zu denen ich arbeite. Es gab relativ viel Zeitungsartikel und Interviews und so. Das heißt, auch für Banjing, also wo ich eben auch arbeite, war das auch sehr gut. Und auch das zu sehen, dass auch die Idee funktioniert. Also es hat sie sich ja überlegt. Ich meine, sie war ja sehr krank am Ende und hat in dieser Krankheitszeit eine Idee entwickelt, die ich genial finde und die einfach auch funktioniert, also in meinem Fall auf jeden Fall funktioniert hat. Anne Klein stiftete der Heinrich-Böll-Stiftung den Anne-Klein-Frauenpreis, damit auch in Zukunft das Engagement von Frauen für Menschenrechte, Gleichberechtigung und sexuelle Selbstbestimmung gefördert wird. Gerade habe ich einen Mann, der an Klein ist. Ich habe sie kennengelernt. Und ich hatte immer den Namen gelesen von dem Preis in den letzten Jahren. Und plötzlich sehe ich sie. Also, natürlich. Das hat mich sehr berührt. Ja, heute feiern wir. Heute feiern wir diese Courage, wir feiern die Arbeit von Frauen im Moment. Die Leute, die Frauen, die das bekommen, sind Frauen aus Kolumbien. Aber im Grunde der Preis ist diese Courage und diese politische Kraft, den Weg zu entwickeln und für die Frauen zu stehen. In Kolumbien die Situation ist besonders komplex und das werden wir sicher später hören. Ich möchte aber jetzt euch einladen zu einem Lied, das ich sehr liebe, das ist mein Gesang Freude für das Leben, sich immer wieder zu freuen. Es gibt diese kleine Situationen und kleine Dinge, einfache Dinge, die man jeden Tag feiern kann, besonders in schwierigen Situationen. Und das heißt, unser Lied heißt es Regocijo, das bedeutet Freude, große Freude. Thank you.
Ja, liebe Freundinnen und Freunde von Anne Klein, liebe Jeanette, liebe Maya-Lies, Ihre Exzellenz, die Botschafterin von Kolumbien, Maria Elvira Pombo, lieber Tom König, liebe Barbara, liebe Gäste, es freut uns sehr. Ich möchte Sie ganz herzlich im Namen der Heinrich-Böll-Stiftung begrüßen. Es freut uns sehr, dass Sie so zahlreich zu dieser feierlichen Preisverleihung an unsere beiden Preisträgerinnen aus Kolumbien teilnehmen. Und ich möchte alle, die jetzt am Livestream in Deutschland zuhören, aber vor allem in Kolumbien, ganz, ganz herzlich begrüßen. Buenos Dias nach Kolumbien. Wir wissen, dass unser Büro in Kolumbien diese Preisverleihung überträgt und ich denke auch die Redaktion von Il Tiempo, wo Jeanette arbeitet, wird lauschen und zuhören und ich hoffe, dass möglichst viel der spanischen Übersetzung dann doch und vor allem auch euer Auftritt hier gut in Kolumbien ankommt. Anne Klein hat uns diesen wunderbaren Preis gestiftet. Und jedes Jahr im März bringt er uns zusammen, um auch Anne zu gedenken. Die Heinrich-Böll-Stiftung ist Anne Klein zutiefst dankbar für den Preis, den wir jedes Jahr in ihrem Namen an Frauen verleihen dürfen, die für ihre Rechte streiten und gegen Diskriminierung und Gewalt kämpfen. Und dieser Preis strahlt, liebe Anne, er wirkt in so vielen erfreulichen Dimensionen. Jede unserer Preisträgerinnen hat der Preis ein Mehr an Solidarität, an politischer und öffentlicher Wahrnehmung ihrer Anliegen gebracht. Und die Anliegen sind unterschiedlich, aber wir wissen, und das ist toll, weil wir mit allen Preisträgerinnen in Kontakt sind und bleiben werden, dass dieser Preis wunderbare Erfolge erzielt, den Frauen Mut macht. Und genau das wollte Anne mit diesem Preis. Jedes Jahr ist der Preis etwas ganz Besonderes.
Vor allem für die Frau, die ihn erhält, ist dieser Preis einzigartig, weil auch die Frau jeweils einzigartig ist. Dieses Jahr ist dieser Preis etwas anderes und ein bisschen anders als sonst, weil wir nicht nur eine Frau für ihren Mut und ihr frauenpolitisches Engagement auszeichnen, sondern gleich zwei. Maya-Lise Angarita und Jeanette Bedoya. Zwei Frauen aus Kolumbien, die sich dort seit Jahren für Frauenrechte, gegen sexualisierte Gewalt und Straflosigkeit einsetzen und vor allem einen wunderbaren, vor allem auch emanzipatorischen Beitrag zum jungen und leider auch sehr fragilen Friedensprozess in ihrem Land leisten. Diese Arbeit, eure Arbeit, wollen wir mit dem Anne-Klein-Preis unterstützen. Liebe Maya-Lise, liebe Jeanette, ihr repräsentiert verschiedene Professionen. Maya-Lise ist Aktivistin und auch Rechtsberaterin. Jeanette ist Journalistin und Aktivistin. Ihr sagt von euch beiden selbst, dass ihr euch als zwei Stimmen von Millionen von kolumbianischer Frauen versteht, die sich täglich für Frieden, Aussöhnung und vor allem für Gerechtigkeit einsetzen. Maya-Lise ist vor allem auf dem Land aktiv, wo sie die Wunden des Krieges zu heilen versucht und für Landrechte für Frauen kämpft. Unter anderem, ich weiß, wie unendlich viel du in deiner Region mit den Frauen an der Basis arbeitest, sie empowerst, ihnen Kraft und Mut machst. Die Region Montes de Maria, wo Maya-Lise herkommt und arbeitet, ist 28 Stunden, Reisestunden entfernt von Bogota, wo Jeanette für die größte kolumbianische Zeitung Il Tiempo arbeitet. Und auch von dort aus kämpft sie mit den Frauen gemeinsam, weil sie nämlich über die Kämpfe der Frauen auch in den Provinzen berichtet und auch einen großen Beitrag dazu leistet, dass diese Kämpfe der kolumbianischen Frauen auch global Gehör vor allem finden. Maya-Lise sagt von Jeanette: Ich bin so froh, dass wir Jeanette dort haben, wo sie ist, in ihrer Zeitung in Bogota. Und Jeanette sagt von Maya-Lise: Ich bin so froh, dass ihr an der Basis diese wunderbare Arbeit macht, weil wir brauchen beides. Beides braucht dieses Land. Ihr kennt euch schon lange. Ihr begreift euren Kampf für die Beteiligung der Frauen am Friedensprozess als etwas sehr Gemeinsames. Und in diesem Land wird alles gebraucht. Basisarbeit, guter Journalismus, mutiger Journalismus, der immer wieder auch in Kolumbien gefährdet ist. Und diese Kämpfe der Frauen brauchen vor allem auch internationale Vernetzung. Und wie ich erfahren durfte, weil viele denken, der kolumbianische Friedensprozess ist doch ganz gut auch mit internationalen Geldern ausgestattet. Nein, die Frauen vor Ort haben kein Geld, um ihre Kämpfe und ihre Eingaben in diesen Friedensprozess wirklich substanziell und professionell zu gestalten. Das haben die Gespräche gestern zwischen uns ergeben. Und ich möchte hier einfach auch versichern, dass wir alles dafür tun werden, dass die wunderbare Arbeit, die gerade Frauen für den Frieden in Kolumbien leisten, von uns auch international und weiterhin unterstützt wird, auch von der Heinrich-Böll-Stiftung vor Ort. Wir möchten jede von euch ehren, aber vor allem auch euch für eure gemeinsamen Ziele und Hoffnungen mit dem Anne-Klein-Frauenpreis ehren und euren Anliegen, politischen und öffentlichen Auftrieb vor allem auch in Kolumbien verschaffen. Und wir wissen auch, dass das gelingt, weil berichtet wird über diesen Preis und über diese Preisverleihung. Ihr seid die 7. und die 8. Preisträgerin des Anne-Klein-Frauenpreises und reiht euch damit ein in eine Kette von tollen, inspirierenden Frauen. Letztes Jahr haben wir hier Nomarusia Bonase geehrt. Sie widmet auch weiterhin in ihrer Heimat Südafrika der Versöhnung und Aufarbeitung der Gewalt unter der Apartheid ihr ganzes Leben und ihre ganze Kraft. Wahrheit in der Aufarbeitung fordert sie. Denn ohne Wahrheit kann es keine Gerechtigkeit geben. Und ohne Gerechtigkeit auch keinen Frieden.
Und all das wird auch die kolumbianische Gesellschaft dringend brauchen, wenn sie Krieg, den brutalen Krieg, die Traumata und die gesellschaftlichen Spaltungen hinter sich lassen wollen. Wir wissen, in Kolumbien steht auch noch ein langer und sehr harter Weg bevor, bis Versöhnung und Frieden den Alltag der Menschen prägen werden. Nahezu 60 Jahre Krieg haben in Kolumbien große Wunden und Verwüstungen hinterlassen. Liebe Jeanette, liebe Mayalis, ihr habt beide kolumbienweit Initiativen ins Leben gerufen, mit denen ihr eure Stimme erhebt. Eine heißt Nuestra de Cala. Es ist nicht an der Zeit zu schweigen. Die andere Initiative heißt Narrar para vivir, erzählen, um zu leben. Euch ist es wichtig, dass es in Kolumbien nicht weitergeht wie bisher, dass die, die Gewalt erfahren haben, sprechen, dass sie Recht erfahren und einbezogen werden in die politischen und ökonomischen Entscheidungen des Landes. Ein Friedensabkommen gibt es nun. Und es ist euer Verdienst mit vielen Mitstreiterinnen, dass die Geschlechterperspektive, die Themen der Aufarbeitung und Ahndung sexualisierter Gewalt fest im Friedensvertrag verankert sind. Und ebenso ist verankert, dass die Teilhabe von Frauen an den diversen Prozessen in Kolumbien, um diesen Frieden umzusetzen, garantiert sind. Es ist ausschließlich, auch darüber haben wir gestern gesprochen, der Mobilisierungskraft und Einheit über alle ideologischen Grenzen hinweg der kolumbianischen Frauen zu verdanken, dass diese Verankerung der Geschlechterperspektive im Friedensvertrag gelungen ist. Millionen sind auf die Straßen gegangen. Gleichwohl, so berichtet ihr beide, ist dieser Frieden überhaupt die gesellschaftliche, die ökonomische Situation in Kolumbien höchst fragil. Nichts ist gesichert. Vor allem ist die Arbeit der Frauen unterfinanziert. Und er berichtet davon, wie er das, was im Friedensvertrag steht, eigentlich dauernd und immer wieder erstritten werden muss. Liebe Mayalis, liebe Jeanette, ihr beide lasst gemeinsam mit einer großen Zahl von Mitstreiterinnen nicht nach, das Erstrittene und vor allem auch das Ende der Gewalt in Kolumbien einzufordern. Die Umsetzung des Friedensabkommens verläuft leider nur schleppend und angesichts der Wahlen, die dieses und nächstes Jahr in Kolumbien anstehen, droht das Land leider auch wieder in alte Muster zu verfallen. Klientelismus, Vetternwirtschaft, Korruption und massive Gewalt. Ihr sagtet gestern beide, die Gewalt, vor allem die durch kriminelle Banden und Paramilitärs, hat seit dem Friedensabschluss eher zu als abgenommen. Ich finde, wir haben hier auch in Deutschland eine Aufgabe, bekannt zu machen, dass es nicht reicht, einem Regierungschef einen Friedensnobelpreis zu geben, sondern dass es vor allem notwendig ist, die Menschen zu unterstützen, die für die Umsetzung dieses Friedens auch an der Basis in den Regionen kämpfen. Mich bedrücken die Zahlen bedrohter und getöteter Menschenrechtsverteidigerinnen und Umweltaktivistinnen. Diese Zahlen sind sehr beunruhigend. 2017 wurden 170 Aktivistinnen getötet. In diesem Jahr, es wird gerade erst Frühling, haben schon mindestens 25 Menschen ihr Leben in ihrem Kampf für Gerechtigkeit, um ihre Rechte, um den Erhalt ihrer Lebensgrundlagen zu erhalten, ihr Leben verloren. Ihr beide, Mayalis und Jeanette, ihr beide habt selbst massive Gewalterfahrungen gemacht und ihr erlebt unendlichen Hass, nur weil ihr euch für eure Rechte einsetzt und weil ihr nicht nachgebt, sie einzufordern. Ihr werdet immer wieder bedroht und ihr müsst mit zahlreichen Morddrohungen leben. Und ich finde es unendlich bewunderungswürdig,
dass ihr euch trotz dieser Bedrohungen nicht einschüchtern lasst und weiterarbeitet. Ja, ihr beide macht Mut. Ihr macht Mut euren Mitstreiterinnen in Kolumbien. Ihr macht aber auch uns Mut. Das möchte ich hier ausdrücklich sagen, weil wir manchmal hier vergessen, dass es eben Mut braucht, für die Rechte sich einzutreten. Und wir haben hier wunderbare Bedingungen und können es auf ganz andere Weise tun. Und trotzdem verlässt er uns manchmal. Herzlichen Dank für euch. Es freut mich riesig, dass die Jury des Anne-Klein-Frauenpreises, und das sind Renate Künast, Michaele Schreier, Jutta Wagner und Thomas Herrendorf, mit mir gemeinsam uns dieses Jahr dafür entschieden haben, euch beiden, euch zwei tollen Frauen und mutigen Frauen aus Kolumbien, diesen Anne-Klein-Frauenpreis zu verleihen. Im Namen der Jury und ich glaube von uns, ihr allen in diesem Raum, möchte ich euch ganz, ganz herzlich gratulieren zum Anne-Klein-Frauenpreis 2018. Und ich wünsche euch von ganzem, ganzem Herzen Kraft, Mut, ganz viel Solidarität, die hoffentlich auch der Preis beflügeln hilft. Und, das weiß ich, ihr braucht Ausdauer für das, was in eurem Land ansteht, zu tun. Anne Klein freut sich heute mit uns und wir uns mit euch. Herzlichen Glückwunsch. Wunderbar, dass ihr unsere Preisträgerin 2018 seid. Ja, und ich freue mich jetzt ganz besonders, dass eure Ehrung und eure Würdigung weitergeht mit einem besonderen Gast. Wir freuen uns sehr, Tom Königs, dass du heute die Rolle und Aufgabe übernommen hast, zu Kolumbien, über Kolumbien zu sprechen. Tom Königs ist nicht nur ein langjähriges Mitglied von Bündnis 90 Die Grünen, viele Jahre gerade auch im Einsatz für Menschenrechte als Bundestagsabgeordneter. Hier und heute spricht er aber vor allem, weil er der Sonderbeauftragte des deutschen Außenministers für den Friedensprozess in Kolumbien ist, und genau darüber wird er auch sprechen. Herzlich willkommen, Tom. Schön, dass du bei uns bist und mit uns die Freude teilst. Danke, Barbara, liebe Freundinnen und Freunde, verehrte Frau Botschafterin und vor allem liebe Preisträgerin. Draußen gibt es Zettel, Zitate von Heinrich Böll. Da lag gerade: Die Sprache kann der letzte Hort der Freiheit sein. Die Sprache finden, Worte finden, helfen, eine Sprache zu finden, Worte zu finden für den Frieden, das Grauen, das Erlebte und auch das Erlittene, das eigene Leid und das Leid der anderen. Das Wort als Waffe, aber auch die heilende, versöhnende Kraft des Wortes. Die Wahlsprüche der beiden, die Organisation von Mayalis, Narrar para vivir, erzählen, um zu leben. Oder von Ginette, No es hora de callar, es ist nicht Zeit, nicht der Moment zu schweigen, zeigen, dass dieses das Thema ist, das sie verbindet. Sie werden ja nachher selbst berichten, was Sie tun. Ich will das mehr im Allgemeinen machen über die Situation. Über die Situation sagte im Interview diesen Mittwoch in der Taz Patricia Arisa, Gründerin des Teatro La Candelaria und des Festival de Mujeres en Escena por la Paz, des Festivals von Frauen auf der Bühne für den Frieden in Bogotá. Sie sagt, ein Frieden muss gelebt werden, erzählt und besungen. Haben wir also jetzt Frieden in Kolumbien, den wir besingen können? Ein Jahr nach der Unterzeichnung der Vereinbarungen mit der FARC, zwischen FARC und Regierung. Ein Jahr, nachdem die größte Guerilla des Landes die Waffen niedergelegt hat.
ein Jahr nach dem Ende des bewaffneten Kampfes und der Fortsetzung des politischen Kampfes mit friedlichen Mitteln, mit Worten statt mit Schüssen. Nein, es ist wie im Roman von Augusto Monterroso, übrigens der kürzeste Roman der Welt, 8 Worte. Ich lese ihn ganz vor. Quando despertò, il dinosaurio todavía estaba allí. Als sie aufwachte, war der Dinosaurier noch da. Der Dinosaurier ist noch da. Die brutale Gewalt, die physische Gewalt, auch die sexualisierte Gewalt und die tägliche Bedrohung. Unsere beiden Preisträgerinnen müssen in Kolumbien bewacht werden, mit Leibwächtern und gepanzerten Autos. Man braucht Mut als Menschenverteidigerin in Kolumbien. Seit dem Friedensschluss sind mehr als 170 Menschenrechtsverteidiger schon ermordet worden. Barbara hat es eben gesagt. Alle die Opfer waren Kämpfer und Kämpferinnen für den Frieden, für das Sie im Referendum, in der Kampagne, dann für die Umsetzung der Verträge, für die Landwirtschaftsreform, für die Rückgabe des Landes, für die Mitsprache, für die Teilhabe, auch gegen die Diskriminierung. Der Kampf für Frieden geht weiter und währt schon lange. Es gibt Opfer und Überlebende. Er währt schon mehr als 50 Jahre. Es gibt mehr als 6 Millionen Vertriebene, Binnenflüchtlinge, Leute, die ihr Land verloren haben, ihre Heimat. Es gibt mehr als 340.000 Tote in dem Krieg, mehr als 85.000 Verschwundene. Es gab mehr als 30.000 Entführungen und natürlich dann unzählige hinterbliebene, traumatisierte, überlebende Opfer. Denen und vor allem den Frauen unter ihnen eine Sprache gegeben zu haben, das ist die große Leistung der Preisträgerinnen. Jeanette Bedoya, die viel bewunderte Journalistin, die das Schweigen über ihr eigenes Leiden, die Verbrechen an ihr, nach Jahren durchbrochen hat. Sie sagte, no es hora de callar. Es ist Zeit, das Schweigen zu brechen. Das ist nicht der Moment, weiter zu schweigen. Das schreibt sie 2009 und gibt damit vielen Opfern den Mut, auch über ihre Leiden zu sprechen. Und Mayalis Angarita, wie Jeanette selbst Opfer von Gewalt und Bedrohung, selbst Hinterbliebene, hat mit 840 anderen Frauen in ihrer Region die Organisation Narar para Vivir, Erzählen um zu leben, aufgebaut. Beide Frauen setzen auf die Kraft der Sprache. Die Worte als Waffe, um zu ihrem Recht zu kommen, aber auch als heilende Kraft. Auf das Wort, den Bericht, die Erzählung im Ringen um Wahrheit, Gerechtigkeit, Wiedergutmachung, Erinnerung und Nichtwiederholung. Das deutsche Interesse am kolumbianischen Friedensprozess, die Sympathie, die auch die Preisträgerin ja sicher hier finden, die Unterstützung des Staates und der Zivilgesellschaft, der NGOs, der Kirchen für den kolumbianischen Kampf um Frieden, Erinnerung und Wiedergutmachung hat sehr viel mit der Sprache zu tun. Auch mit Literatur. Wir alle haben Garcia Marquez gelesen, seine Romane, seine Chroniken und seine Berichte. Manche vielleicht auch seine Memoiren. Die heißen Vivir para contarla. Das klingt ja wie Narrar para vivir. Nur umgekehrt. Ich sage zur Ehrenrettung von Mayalis, sie war 2 Jahre vorher. Das deutsche Interesse heute hat viel mit dem Wiederfinden der Sprache der Opfer zu tun und damit auch mit unserer eigenen Geschichte. Nach den Verbrechen der Nazis, dem Holocaust und dem Krieg haben ja erstmal alle geschwiegen. Die Täter haben sowieso geschwiegen, aber auch die Opfer. Wer gestern Abend die Sendung über das letzte Gespräch von Ignaz Bubis gesehen hat, hat auch gehört, dass Ignaz Bubis, Jude und Opfer,
Lagerinsasse, 40 Jahre über das Lager nicht gesprochen hat, auch nicht mit seiner Frau, kein Wort, oder mit seiner Tochter. Es hat gedauert, bis die Opfer eine Sprache gefunden haben, auch bis sie gehört werden. Und das ist ein schwieriger Prozess. Natürlich, die Täter haben geschwiegen. Bis in den letzten Prozess haben sie geschwiegen. Kein Einziger hat geredet. Und erst langsam bei uns in Jahrzehnten bis heute schließlich hat sich das herausgestellt, was wir gelernt haben, nämlich dass das Schweigen, das Beschweigen und Verschweigen keine Alternative ist. Kein Weg zur Versöhnung, zur Reparatur des sozialen Netzes. Das ist bei uns, war bei uns unumstritten, ist es jetzt plötzlich nicht mehr. Darum wird weiter gestritten. In Europa ist es keineswegs selbstverständlich, wenn man an Spanien denkt zum Beispiel. Und in Lateinamerika auch nicht. In El Salvador wurde amnestiert und geschwiegen bis heute mit fatalen Konsequenzen für das soziale Netz. In Kolumbien ist diese Debatte des Friedensprozesses begleitet. Und wir begleiten die Opferverbände, darunter RINET, haben sich einen Weg nach Havanna erkämpft, in die Verhandlungen. Sie haben sich hereingedrängt und haben sich in den Vordergrund gerückt, um die Täter zu konfrontieren. Es gibt da berührende Schilderungen. Das ist eine ungeheure Leistung. Und aus diesen Verhandlungen heraus sind drei Institutionen geschaffen worden, die diesen Friedensprozess stabilisieren sollen und weiterentwickeln. Das ist einmal die Friedenssonderjustiz, Rota EP. Die Richter und Staatsanwälte sind ernannt, übrigens quotiert. Das ist ganz ungewöhnlich. Das wäre bei uns fast völlig unmöglich. Dann eine Wahrheitskommission, Narar para vivir, reden, um zu überleben. Und die Stelle zur Suche nach den Verschwundenen. Ich hatte gesagt, mehr als 85.000 Verschwundene. Die wenigsten werden noch leben. Aber wo sind die Gräber? Das war etwas, was wir auch nach dem Zweiten Weltkrieg ja kennen. Die Sonderjustiz soll eine milde Justiz sein. Aber sie hat eine Voraussetzung. Wahrheit am Anfang. Geständnis der Täter. Nicht nur Zusammenarbeit mit den Ermittlungskräften, wie es in den Strafprozessen bei uns ist, sondern die Erzählung der Täter im Angesicht der Opfer und das Hören der Täter des Berichtes der Opfer. Das hat es bei den Verhandlungen in Havanna in einzelnen Fällen schon gegeben. Das hat zu sehr bewegenden Szenen geführt. Wir hoffen natürlich, dass diese Sonderjustiz die Kraft hat, die Kraft zur Versöhnung, die aus diesem Diskurs, diesem Austausch entsteht. Das ist ein neuer Beitrag zur Versöhnung und zum Frieden. Natürlich findet das alles im Rahmen dessen, was der Internationale Strafgerichtshof vorgibt, statt. Denn Kolumbien ist Mitglied der römischen Verträge. Trotzdem gibt aber der Internationale Strafgerichtshof diesem sehr kolumbianischen Prozess eine Chance, auch zur Versöhnung zu führen. Die Opfer haben den Diskurs bestimmt. Es bleibt aber ein Kampf. Die Opfer müssen weiter dafür kämpfen, dass sie nicht marginalisiert werden, dass sie nicht plötzlich in der Ecke sitzen bei den Nebenklägern. Wir wissen, wie schwierig das ist, dass die Opfer in das Verfahren hereinkommen. Beim NSU-Prozess haben wir das gesehen. Ich glaube, Deutschland kann da viel lernen. Wir können da viel lernen. Und deshalb begleitet Deutschland die Europäische Gemeinschaft und die internationale Gemeinschaft, vor allem durch die Vereinten Nationen, in diesen Prozess. Das Wort, die Sprache, die eigene Geschichte, die Wahrheit als Waffe gegen Gewalt und Diskriminierung und als heilende Kraft zur Wiedererlangung der Würde zu nutzen, das ist der Beitrag der Preisträgerinnen zum internationalen Kampf um die Menschenrechte.
das antidiskriminatorische Element dabei. Übrigens, ich assoziiere mit Anne Klein immer das Antidiskriminierungsgesetz und ihre Arbeit dabei. Der Kampf gegen die Diskriminierung, der hat sehr viele Facetten. In Kolumbien und überall. Blickt man auf die Konflikte in der Welt, dann gibt es kaum einen, der nicht mit Diskriminierung begonnen hätte. Von Syrien bis zu den Vereinigten Staaten. Die Diskriminierer haben wechselnde Hassobjekte, manchmal sehr schnell wechselnde Hassobjekte. Zum Beispiel der Weg von den Ausländern zu den Islamisten bei uns ist überraschend oder Flüchtlingen. Aber es gibt fast immer sind die Frauen dabei, bei den Diskriminierten. Der diskriminatorische Diskurs ist überall in der Welt ein frühes Alarmzeichen für die Bedrohung des Friedens. Des äußeren und des inneren Friedens. Auch das lässt sich in Kolumbien studieren. Ich gratuliere Ginette Bedoya und Mayalis Angarita zum Anne-Klein-Frauenpreis 2018 und wünsche Ihnen für Ihre Arbeit, für den Frieden, weiter Erfolg. Wir brauchen euch. Nach Gesänge des Ursprungs und über die Freuden des Auf der Weltseins lade ich Sie ein, für einen kurzen Augenblick die eingemauerten, verborgenen Regionen und vergiftete Bereiche des gesellschaftlichen Miteinanders zu besuchen. Das folgende Licht, Muro Mundo, Mauerwelt, ist eine Klage gegen Gewalt und Ungerechtigkeit. Dieser Text ist ein Gedicht aus dem Buch Papierwelt, das ich 1986 schrieb, als ich noch in Kolumbien wohnte. Ich werde ein paar Zeilen aus der Übersetzung vortragen. Untätige Raubtiere verändern sich an ihr Schicksal klammernd. Ich erkenne die Undurchdringlichkeit der Gesichter, die Gesäß mit Gewehr gleichsetzen, die Wunden vertiefen, die sich verbieten, für das Recht des Aufstands der Schönheit auszusprechen. Sie verwandeln in Naturgesetz, was ihnen die Hände der Plünderer auferlegt haben. Hände, die lebende Eingeweide und Plakate, auf denen traurige Dörfer ihre Feste verkünden, zerreißen. Proscriben el derecho a acentuar la insurrección de la belleza, convierten en ley natural la impuesta por la
del despojo. Las manos del despojo rascan entrañas cívicas y carteles donde anuncian sus fiestas, pueblos tristes. Sangre volcánica les arroja corrientes invisibles para intoxicarles con el veneno de su mezquina verdad, para intoxicarles con el veneno de su mezquina verdad. Adquiero una pesada incertidumbre, una costumbre de pañuelo humedecido, violado cualquier espacio, es inevitable. A inventar otro mundo, violado cualquier espacio, es inevitable jugar a inventar otro. Danke, danke. Das Lied, das nächste Lied entstand vor kurzer Zeit als Beitrag zum Friedensprozess in Kolumbien und heißt Yo quiero la paz. Ich will das Frieden, ich möchte Frieden. Les traigo esta propuesta con fuerte sentimiento. Les traigo una propuesta, un canto al corazón, para desarraigar las rutinas del odio, para descascarar los frutos del dolor y enterrar la muerte. Vamos a borrar aquellos ritos y sometidos al rigor de leyes vanas. De la piratería expropiadora. Paz, 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 ya. Paz. Paz.
Les traigo esta propuesta, un fuerte sentimiento. Les traigo una propuesta, un canto al corazón, para desenterrar la rutina del odio, para consolidar los lazos de amistad en busca de la paz. Ofrecerlos a las tribus del futuro y los niños jueguen sin miedo en las calles y respirar sea una bendición para todos. Paz, 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 paz ya. Yo quiero la paz. Vamos a vivir la utopía, a llenarnos la vida cada día. Sin más tierra en nuestros campos, sin víctimas no hay tristezas, solo cantos. Yo quiero la paz. Ja, liebe Jeanette, liebe Mayerlis, jetzt kommt die feierliche Preisverleihung für euch. Kommt bitte zu uns auf die Bühne. Gemeinsam mit Renate Künast werdet ihr jetzt den Preis bekommen. Wir haben ja ein bisschen Platz gemacht. Sie? Wird ja gerne Spanisch können, aber es geht nicht. Sie. Das war schon das Spanisch. Und wir bewundern euch für das, was ihr tut. Herzlichen Glückwunsch. Thank you.
Ja, meine Damen, meine Herren, liebe Kinette, liebe Meierlis, das war euer Applaus, wunderbar. Beide werden gleich auch zu Ihnen sprechen. Bevor wir das tun, gibt es nochmal einen kleinen Filmtrailer, der vor allem Meierlis Arbeit in der Provinz zeigt. Diesen Trailer, diesen Filmschnitt hat unser Büro in Kolumbien mit organisiert und ich glaube, es ist gut, wenn wir ihn zeigen, weil Sie davon auch nochmal dadurch auch nochmal einen ganz guten Einblick davon kriegen, wie Meierlis arbeitet, was die Bedingungen vor Ort für die Frauen sind. Und ich möchte hier an dieser Stelle ganz, ganz herzlich mich bei dem Büro, in unserem Büro in Kolumbien, allen voran Florian Huber bedanken, dem wir nicht nur diese wunderbaren Preisträgerinnen mit zu verdanken haben, weil er hat sie auch erspürt, er hat sie kennengelernt. Herzlichen Dank, Florian, an dein Team in Kolumbien. Wir kommen bald zu Besuch und dann feiern wir auch dort. So, ich hoffe, vielen Dank. De mujeres que sobrevivieron al conflicto y cómo perseveraron y cómo resistieron con la fuerza de la palabra y con la narrada para decir tenemos puntos de encuentro y nuestro punto de encuentro hoy aquí es generar condiciones de derechos humanos. En ese tiempo narrar cuál era sobrevivir porque nos estaban matando. Funcionaron el grupo paramilitar y guerrilla alemán. Una camioneta que le decían la última lágrima. Cuando la veían esa camioneta los viernes ya uno sabía de que algo iba a pasar y el sábado en la madrugada amanecía muerto. Quedaron las fincas solas, los campesinos no podían ir a trabajar. No se atrevía a contar qué estaba pasando. A nosotros nos mataron casi toda una familia. Cosa que no tiene palabras para tú explicar el horror que vivió la gente. Y nadie hablaba. Las torturas que vivieron las mujeres, las violencias sexuales, eso no lo podían contar porque si nosotras llegábamos a un municipio, éramos estigmatizadas también porque se consideraba, entre comillas, que nosotras éramos de algún grupo o que hicimos algo que justificaba que ese grupo no hiciera eso. Para vivir se crea porque era una necesidad y porque era una deuda hacia las mujeres de generar un espacio nuestro. Al principio de pronto lo hacíamos alrededor de un tinto o de pronto un agua de panela. Pues un día se nos ocurrió hacer un sancocho. En medio de que nosotros estábamos preparando ese sancocho, se escucharon historias de mujeres que no habían podido decir nada. Y así empezaron todas a relatar. Y ahí nos dábamos cuenta de que contando la historia de uno, de una para con la otra, ya ahí nos uníamos, nos abrazábamos, llorábamos. Esta es la luz que nos va a guiar a ir muy lejos. Robi, te regalo mi luz. Bueno, las amenazas contra narrar comienzan desde el 2003. En el 2000 teníamos miedo de hablar, ya en el 2003 hablábamos. Comenzamos también a exigir justicia con nombre propio, entonces señalábamos a los actores. Las agresiones que nos han hecho han sido unas agresiones fuertes. Pero cuando le hicieron el primer atentado a Mayerly, eso fue terrible. El atentado fue llegando a mi casa, fue una cosa muy dura para mis hijos, para mí, para mi familia, pero lo más duro para mí de todo eso fue todo lo que perdí. No me dejen sola y no me dejen, no me dejen. No me dejen. En los años más duros,
una frase que me dio fuerza a mí y a las mujeres, que lo único que no nos podían quitar los violentos era la capacidad de seguir soñando y que íbamos a soñar y que nadie nos podía quitar ese derecho, que ellos podían acabar con nuestros sueños, los podían romper, los podían desbaratar, los podían tirar a la basura, pero no la capacidad de soñar, esa capacidad iba a seguir. Entonces, pues, esa capacidad sigue aquí y con más fuerza. Va a ser muy importante no solo visibilizar esa historia de horror, sino también visibilizar la resiliencia, la capacidad de reconstruir el territorio y de construir acciones de paz, y sobre todo las mujeres como constructoras de paz. Okay. Buenas noches. Guten Abend, alle hier Anwesenden. Ich möchte mich erst einmal bedanken, bei Gott bedanken, der Stiftung möchte ich danken, der Heinrich-Böll-Stiftung. Und Barbara, beiden Barbaras möchte ich danken. Und auch Jeanette, danke, dass du hier bist. Du gibst mir die Kraft, hier sprechen zu können. Und allen Personen möchte ich danken, die es möglich gemacht haben, dass wir hier sind, unsere Erfahrung hier mit Ihnen teilen, Emanzipation der Frauen, wie wir das überleben können, diesen bewaffneten Krieg in Kolumbien. Was Sie gerade gesehen haben, das ist ein Beispiel für den Mut, den wir haben. Diese 840 Frauen, die wir zu der Organisation gehören, erzählen, um zu leben. Das, was wir jeden Tag dort tun und ausziehen aufs Land. Wir gehören zu dieser Organisation, erzählen, um zu überleben. Wir haben gemeinsam entschieden vor 18 Jahren, dass wir anfangen wollen zu erzählen. Inmitten der Massaker, der Schießereien, der Entführungen, der Gendergewalt, des Hasses, der Hoffnung. Inmitten all dieses Furchtbaren, da gab es plötzlich ein Leuchten des Widerstands, weiblicher Widerstand. Und nur das Wort als einziges Werkzeug, um zu kämpfen gegen die Angriffe der bewaffneten Gruppen. Also, die hart zu bekämpfen, dagegen zu kämpfen, dass das Leben seinen Sinn verliert und all das, was es mit uns gemacht hat, diese Gewalt. Wir haben mit dem begonnen. Wir haben begonnen zu erzählen, damit wir weiterleben können. Und inmitten all dieser Zerstörung, inmitten der Viertel, in den Innenhöfen, in einem Treffpunkt haben wir gesagt, wir wollen uns dafür einsetzen, durch unser Wort, dass Gerechtigkeit zurückkommen kann zu den Frauen. Mit Worten wollen wir das erreichen. Heute haben wir unsere eigene Methodik entwickelt, um Frauen psychologisch zu begleiten, haben Kenntnisse, wie man dort herangehen muss in den 15. Gemeinden von Monte Maria. Wir haben auch dafür gesorgt, dass die Frauen wirtschaftlich wieder Aufschwung erleben können, haben eine und Unternehmen gegründet und auch einen Bauernhof, der mit Frauen betrieben wird. Das Wichtigste ist, dass es uns gelungen ist, unser ganzes soziales Umfeld und unsere Gemeinden zu verändern. Denn unsere Stimmen wurden überall vernommen und auch die Politik, die nationale Politik hat davon gehört, alles, was zu tun hat mit unserer Realität vor Ort, das ist den Herren da oben bekannt geworden. Es ist wichtig, dass man das hervorhebt,
dass die Bewegung, die Frauenbewegung bei dem Friedensprozess eine wichtige Rolle gespielt hat. Erzählen, um zu überleben. Auch das beim Genderausschuss hat es eine wichtige Rolle gespielt. Wir überlegen politisch mit und wir sehen zu, wie auch wir zu politischen Entscheidungsträgerinnen werden können und an die Macht kommen können. Und wir gehören auch zur ersten hohen Gender-Instanz, die erste, die es gibt in einem Friedensprozess. Wir haben entschieden, welche Schutzmaßnahmen ergriffen werden können, um Gender-Schutz zu bereiten. Frauen, die alles verloren haben, wollen wir helfen. Wir wollen alle Landarbeiter unterstützen. Und ich bin ganz gerührt. Das alles berührt mich sehr, was ich hier vortrage. Denn dieser Preis ist nicht für mich. Dieser Preis ist die Anerkennung für die Arbeit dieser gesamten Frauen. Und jetzt kann ich weiterreden. Also, Angriffe, Attentate, 42 Bedrohungen haben wir erlitten. Aber das konnte uns nicht aufhalten. Wir haben uns verlassen auf den Willen der kolumbianischen Regierung, dass wir konkrete Maßnahmen anbieten können für die Frauen. Wir denken an unsere Opfer. Wir vergessen sie nicht. Wir wollen, dass die Überlebenden dieser menschlichen Tragödie unterstützt werden und dass sowas nie wieder passiert, dass nie wieder jemand etwas so Schreckliches erleben muss. Wir sind hier, wollen sagen, wir wollen bei dem Wiederaufbau des sozialen Netzes unseres Landes mit dabei sein. Wir wollen den Frieden mit aufbauen, denn wir Frauen spenden Leben. Wir können unsere Schmerzen überwinden. Kriegsbeute, die wir geworden sind, Kriegsfutter waren wir. Dennoch jetzt sind wir hier, um uns einzusetzen für nachhaltigen Frieden. Das ist unsere einzige Gelegenheit, den Friedensvertrag umzusetzen. Deshalb, dieser Preis ist so wichtig für uns, denn das gibt uns die Kraft und das gibt uns auch die Sichtbarkeit, die wir benötigen. Anna Klein kannte diese Dinge, wusste, dass die Frauen, die wir da sind, in diesem Land von Garcia Marquez, dass wir Sichtbarkeit brauchen. Deshalb vielen Dank an Anne Klein, vielen Dank an das gesamte Team, die es möglich gemacht haben, dass Frauen wie wir hier sein können und ihre Stimme zu Gehör bringen können. Und zwar gleichzeitig damit all diese Frauen in Kolumbien, die überlebt haben, zu Gehör bringen können. Das kann uns die Freude nicht nehmen. Man kann uns das nicht nehmen. Unsere Lust zu lächeln kann man uns zu nehmen. Die hätten uns begraben können. Aber sie wussten nicht, dass wir guter Samen sind und dass wir Früchte getrieben haben, selbst in den entlegensten Winkeln unseres Landes. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Entschuldigung, Entschuldigung.
Guten Abend, alle miteinander, alle Freunde der Stiftung, allen Barbaras guten Abend, lieber Tom. Sehr schön, einen so wunderbaren Mann hier heute Abend an unserer Seite haben. Frau Botschafterin, danke, dass Sie gekommen sind, um uns ebenfalls hier zu begleiten. Und danke, alle Freunde, Freundinnen aus Kolumbien und die, die nicht aus Kolumbien sind, uns ja auch mit so viel Mitgefühl aufgenommen haben. Geschlechtergewalt, das furchtbarste Verbrechen, das begangen worden ist, mitten im Krieg gegen die Frauen. Und da war Kolumbien nicht die Ausnahme. Die Stimmen der Frauen, Mayelis und noch hunderte andere Menschenrechtsverteidigerinnen, die machen heute den Unterschied in unserem Land aus und auch in der gesamten Welt. Dass man laut spricht, das ist ein bisschen das geworden, was wir uns auf die Fahnen geschrieben haben. Und das ist unser Auftrag, unsere Mission. Es ist eine Ehre, hier in eine Stadt wie Berlin kommen zu dürfen, wo sehr viele Frauen bereits vor Jahren damit begonnen haben, zum ersten Mal die Stimme zu erheben. Und das 50 Jahre lang war das so. Gewalttaten, die auch die Deutschen haben erleiden müssen inmitten des Zweiten Weltkrieges. Darauf beziehe ich mich. September 2009, da war ich zum ersten Mal hier in dieser Stadt. Und da war ich mit Überlebenden von Geschlechtergewalt zusammengetroffen. Überlebende, so wie ich halt auch. Es war dort so wie ein Treffen von Eingeweihten fast. Wir haben über all diese furchtbaren Dinge gesprochen und da wurde mir praktisch ratifiziert, dass ich nicht weiterhin schweigen könnte. Das wurde mir da bestätigt. Das hat mir eine Frau so gesagt. Greta Kaufmann hat mir das da so gesagt. Eine Frau, die schon 80 Jahre alt war, trotz all der Narben, die sie in der Seele trug, all diese Wunden aus dem Krieg. Sie war dennoch ganz erhalten und war noch voller Leben. Und sie und andere Hunderte von Frauen, die waren damals das Kriegsfutter in den Jahren 1945. Ich habe sie gefragt, was da noch diese Phantasmen sind nach so vielen Jahrzehnten. Sie haben, was dazu geführt hat, dass sie das überwinden wollen nach wie vor. Und sie sagten, eine Journalistin hätte ihnen gesagt, sie sollten das erzählen, um es zu überwinden. Dann gab es dort eine Konferenz, hat man gesprochen über die Macht des Wortes. Espelana Alexevis war da, die einzige Journalistin, die den Literaturnobelpreis erhalten hat. Und beide sind wir zu folgendem Schluss gekommen. Espelana vor allem hat Greta überzeugt, dass sie über ihre Vergewaltigung sprechen sollte. Das ist stets eine harte Übung. Die habe auch ich mit vielen Frauen an verschiedenen Orten in Kolumbien versucht zu vollziehen, um das Ganze sichtbar zu machen, die Gewalttätigkeit mit einem Verbrechen. Das, was geschehen ist bei der bewaffneten Auseinandersetzung. 2 Millionen Frauen wurden vergewaltigt. Ich war eine von ihnen. Und man hat versucht, mich zum Schweigen zu bringen. Ich wurde entführt. Und man hat mich gefoltert, körperlich und auch seelisch. Und ich wurde Opfer einer Massenvergewaltigung. Mein Geist wurde dadurch nur noch umso rebellischer. Mein Körper war zerbrochen. Und unweigerlich hatte das Spuren hinterlassen. Journalismus, da habe ich mich erst einmal hin geflüchtet. Ich habe dort so einen Pakt mit mir selbst abgeschlossen, erst einmal, um weiterleben zu können. Aber in diesem September 2009 wollte ich öffentlich meine Geschichte erzählen. In Madrid, in Brüssel, in London. Und dann habe ich Greta und andere Frauen hier in Berlin kennengelernt. Da habe ich mich dazu entschlossen, laut über die Sachen zu sprechen, die Stimme zu erheben. Und nie wieder wollte ich erneut darüber schweigen.
Also diese Organisation entstanden. Es ist nicht die Zeit zu schweigen, die Kampagne meines Lebens. Und ich bin hier zurückgekommen, um den Anna Klein-Preis entgegenzunehmen, um ihr Gedenken aufrechtzuerhalten. Und ich möchte Barbara Danke sagen, ihrer Partnerin. Danke, dass ich hier habe profitieren können von dieser Herausforderung. Und es ist eine große Herausforderung hier, das Andenken weiterzutragen. All diese Jahrzehnte, alles, was begangen worden ist an Verbrechen von den bewaffneten Männern, diesen Machismus verkörpern, die haben unsere Körper verwendet als Repressalien und wollten damit die Feinde strafen. Wir haben einen Friedensprozess begonnen mit der Guerilla der FARC. Wir hoffen dadurch einen Teil der gewalttätigen Auseinandersetzung unterbrechen. Aber wir haben noch Probleme. Es gibt nach wie vor die Drogen. Es gibt den Konsum dieser Drogen in USA, in Europa. Und Eliane, das Befreiungsheer in diesem historischen Moment, das Kolumbien erlebt, möchte dort nicht Friedensabkommen unterzeichnen und FARC möchte sich nicht eingliedern erneut in das zivile Leben. In dieser Auseinandersetzung sind nach wie vor die Frauen verwickelt. Die Frauen, auch noch heute, sind sie bedroht, werden vergewaltigt und werden sexuell bedroht. Diese Realität zu wissen, ist schwer. Einerseits geht es darum, den wahren Frieden hinzubekommen, von dem wir träumen, den wir uns wünschen für unser Land. Aus diesem Grund glaube ich ganz fest daran, an den Mut und an die Fähigkeit des Wortes, daran glaube ich. Unsere Stimme kann die Realitäten verändern, kann das Leben verändern. All diejenigen, die geschlagen, misshandelt worden sind. Ich selbst habe das erlebt. Ich habe entschlossen, meine Aufgabe anzunehmen, durch den Journalismus Tausenden von Frauen eine Stimme zu verleihen. Diese Frauen würden sonst nie zu Gehör kommen. Ich glaube, dass die Journalisten, nicht nur in Kolumbien ist das der Fall, sondern in der gesamten Welt ist das der Fall, wir haben eine große soziale Verantwortung zu tragen. Heute noch mehr als je zuvor müssen wir für diese Verantwortung einstehen. Denn die bewährten Praktiken als Journalisten können tatsächlich das Leben eines Opfers retten, die vielleicht von ihrem Lebenspartner bedroht wird. In Lateinamerika, von einer bedrohten jungen Dame in Syrien und vielleicht auch einer Minderjährigen, die sexuell ausgebeutet wird in Amsterdam oder in Hongkong vielleicht. Und das ist mein Auftrag und dazu fühle ich mich berufen. In diesem 21. Jahrhundert darf das Schweigen keine Alternative sein. Das Sprechen, das Aussprechen hat uns fast das Leben gekostet. Aber mit diesem Preis haben wir die Möglichkeit, mit einem Schrei auf uns aufmerksam zu machen, auch wenn viele nicht zuhören möchten. Aber das Nicht-Akzeptieren des Schweigens, denn das Schweigen bedeutet der Tod für uns. Aus diesem Grund möchte ich heute diesen Abend nutzen und diese Stadt, die ich so liebe und die mir damals den Mut gegeben hat, die Stimme zu erheben. In dieser Stadt ist es ebenso nicht an der Zeit zu schweigen. Vielen Dank.
Estoy súper emocionada con ustedes dos. Les agradezco como colombiana en el exterior. Ich bin eben auch Kolumbianerin, lebe weit entfernt aus meinem Land. Ich danke euch für das, was Sie machen in dem Land. Diejenigen, die da geblieben sind, die etwas aufbauen, alle verdienen alle denkbaren Preise der Welt. Kolumbien ist zu gewalttätig. Sie sind Überlebende, bauen das Land wieder auf. Und dafür danke ich Ihnen. Im Namen aller Kolumbianer danke ich Ihnen dafür. Alle, die hier sind, ich freue mich, dass ich hier die Gelegenheit habe, das Mikrofon zu haben für diese wundervolle Arbeit, die Sie leisten. Dafür möchte ich ein ganz herzliches Dankeschön aussprechen. Jetzt geht es weiter mit dem Lied Todo Cambia, alles ändert sich. Auch ein Lied, das berühmt war und Nau Hauma. Wir werden damit enden mit diesem Lied. Also es geht darum zu verändern. Sie arbeiten hier, wir daran zu verändern. Wir arbeiten hier daran zu verändern. Und letztlich alles verändert sich. Die Denkweise, alles ändert sich auf dieser Welt. Das Klima ändert sich mit den Jahren. Der Schäfer seine Herde, der Vogel sein Nest, der Wanderer seinen Kurs. Die Sonne ihre Bahn, das Raubtier den Pelz, der Greis sein Haar. Und so wie sich alles verändert, ist es nicht seltsam, dass auch ich mich verändere. Es ändert sich aber nicht meine Liebe, genauso wenig die Erinnerung, der Schmerz meines Landes, meines Volkes. Und was sich gestern verändert hat, wird sich morgen ändern müssen. So wie ich mich verändere in diesem fernen Land. Es ändert sich, alles ändert sich. Cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Fino brillante, de mano en mano su brillo. Cambia el nido un pajarillo, cambia el sentido a un amante, cambia el rumbo el caminante, aunque esto le cause daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. Cambia. Y así como todo cambia,
que yo cambie no es extraño. Pero no cambia mi amor, por más lejos que me encuentre, ni el recuerdo ni el dolor de mi pueblo y de mi gente. Y lo que cambió ayer tendrá que cambiar mañana, así como cambio yo en esta tierra lejana. Muchas gracias. Muchas gracias. Ja, todo cambia, das stimmt. Alles verändert sich dauernd. Und so ist jetzt auch schon dieser Teil der 7. Preisverleihung vorbei. Vielen, vielen Dank, Tom, für deine wunderbare Rede. Jeanette und Maya-Lies, wir freuen uns so sehr, dass ihr mit diesem Preis zurückkehren könnt nach Kolumbien und nehmt unsere Kraft und Solidarität mit von diesem schönen Abend. Wir werden weiter feiern mit euch. Wir werden uns stärken und essen und werden dann auch mit der Band, ich möchte noch mal ganz herzlich danken Ihnen, dem Trio Solarte, werden auch weiterspielen. Wir haben diesmal nämlich keine, die den Anne-Klein-Frauenpreis kennen, wissen, dass wir immer noch richtig tanzen und feiern. Diesmal nicht aus der Reserve, sondern mit Ihnen und weiteren 7 Mitgliedern einer Salsa-Band. Schwingen Sie mit uns das Tanzbein. Ja, wunderbar. Und die meisten strömen schon raus. Ich möchte hier mich jetzt nicht nur noch mal bei Ihnen auch allen bedanken für Ihr Kommen, sondern zu einem solchen Abend tragen sehr, sehr viele Menschen bei. Ich habe unserem Büro in Kolumbien schon gedankt. Ich möchte ganz, ganz herzlich Ulrike Zichon danken für ihre wunderbare Vorbereitung, Begleitung des ganzen Preises. Dein Applaus. Ich möchte den Übersetzerinnen danken, die wunderbare Arbeit geleistet haben. Der Technik,
Die brauchen wir. Wunderbar hat es geklappt heute. Unserem Tagungsbüro, was das ganze Ambiente hier schafft. Wunderbar, Julia Reiter und dein Team. Und ich möchte dem Lateinamerika-Team ganz besonders danken, weil beide, Jeanette und Meyerlies, haben ein ziemlich prallvolles Programm. Heute feiern wir, ich glaube, ihr müsst aber die ganze nächste Woche arbeiten, ohne Ende. Nutzt es, ihr habt viele Gespräche, viele Begegnungen. Auch das möchte der Preis, Begegnungen organisieren. Alles Gute an euch. Und jetzt feiern wir. Einen herzlichen Dank für Ihr Kommen. Applaus